abgeschlossen. Aber wer vor Bonn entflieht, wird weiter versuchen, nach Europa zu gelangen. Das ist der Kommentar des Bürgermeisters der griechischen Insel Lesbos wenige Stunden nach dem blutigen Deal zwischen Angela Merkel, der EU und dem türkischen Staat. In dem Versuch, in der letzten Minute nach Griechenland zu gelangen, um den neuen Regelungen zu entgehen, starben am letzten Sonntag zwei kleine Mädchen. Und das ist, wie wir alle wissen, nur ein Beispiel von Tausenden. Seit Jahresbeginn ist jeden Tag mehr als ein Kind in der Ägäis bei dem Versuch der Flucht gestorben. Am Dienstag haben sich zwei Männer in Idomeni aus Verzweiflung selbst angezündet. Und die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen hat jetzt ihre Arbeit eingestellt auf Lesbos und hat folgende Pressemitteilung rausgegeben, in der es unter anderem heißt: Wir werden nicht zulassen, dass unsere Hilfe für eine Massenabschiebung instrumentalisiert wird. Wir weigern uns, Teil eines Systems zu sein, das keine Rücksicht auf humanitäre Bedürfnisse von Migrantinnen und von Asylsuchenden nimmt. Diese Regierung unter Angela Merkel hat Blut an ihren Händen. Während in der Türkei Linke und Regierungskritikerinnen eingesperrt oder ermordet werden, überweist die EU dem Kriegstreiber Erdogan 6 Milliarden Euro, damit die Flüchtlinge in die Türkei zurückgeführt werden. Etwas, wogegen im Übrigen in Spanien letztes Wochenende tausende Menschen auf der Straße waren unter dem Motto: Stoppt die Kriege, nicht die Flüchtlinge. Das erste Opfer, wie wir wissen, das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit, und so wird nun die Türkei von Donald Tusk, Merkel und der EU als sicherer Staat bezeichnet. Ich kann euch sagen, die Türkei ist so sicher, wie Afghanistan sicher ist und Sigmar Gabriel ein Friedensengel. Sigmar Gabriel, der uns nun gestern in der Bild-Zeitung weismachen wollte, dass das Freihandelsabkommen TTIP zu Frieden führt, da muss man sich ja fragen, ob der Mann eigentlich auch auf der Maus ausgerutscht ist. Weil TTIP nur für die Großkonzerne Frieden bedeutet, liebe Genossinnen und Genossen. Sigmar Gabriel, der im Übrigen vor 10 Tagen neue Waffenlieferungen an Saudi-Arabien genehmigte, nach Saudi-Arabien, wo Oppositionelle geköpft werden und Frauenrechte massiv unterdrückt werden. Zum selben Zeitpunkt hat seine Kollegin, die Kriegsministerin von der Leyen, angekündigt, bis 2030 130 Milliarden Euro in die Modernisierung der Bundeswehr zu stecken. Wenn die Bundeswehr einen Tag nach den Terroranschlägen in Brüssel zynisch versucht, die Angst auszunutzen und plakatiert: Gegen Terror hilft kein Dislike-Button, können wir nur sagen, wer Krieg sieht, wird Terror ernten, Abzug der Bundeswehr aus allen Ländern der Welt und Stopp an der Rüstungsexporte. Wir dürfen uns von Kinderaugen nicht erpressen lassen.
Ja, die Welt ist 2015 ein grausamerer und instabilerer Ort geworden, liebe Genossinnen und Genossen. Aber das ist nur die eine Seite der Entwicklung. Die andere Seite der Entwicklung ist, dass beispielsweise momentan in den USA ein alter, weißhaariger Mann namens Bernie Sanders gerade Millionen mit dem Slogan für eine politische Revolution der gegen die Milliardärsklasse mobilisiert und damit die Stimmung in der Bevölkerung gegen die Wall Street und das gesamte Establishment trifft. Bei diesen Kundgebungen von Bernie Sanders, beispielsweise in Seattle, standen seine Anhänger und Anhängerinnen 8 Stunden an, um ihn zu sehen. Über 30.000 Menschen, die da waren, und das war eine Massenansammlung im Vergleich zu den Menschen, die Hillary Clinton und Donald Trump, nämlich nur ein paar Tausend in Seattle, mobilisieren konnten. Es ist schwer vorstellbar, aber der Hype geht so weit, dass sich Leute in den USA gerade Tattoos mit dem halbglatzen Konterfei von Bernie Sanders stechen lassen. Und es gibt Dating-Plattformen, die heißen Singles for Bernie, die unter den ersten Tagen, unter dem Ansturm von Menschen, die Gleichgesinnte suchten, zusammengebrochen sind. Sanders bezeichnet sich als demokratischen Sozialisten und unter den 18- bis 29-Jährigen gibt es heute im einstigen Nummer-1-Land des Kalten Krieges mehr Zustimmung für Sozialismus als für Kapitalismus. Im Vergleich zu anderen Ländern derzeit vor allem nach rechts aus.
Und wir werden dieses ganze Wochenende dafür nutzen, darüber zu diskutieren. Und darauf gibt es auch keine ganz einfachen Antworten, sondern eine ganze Reihe von Gründen. Aber ein wesentlicher Grund ist, dass die Gewerkschaften im Kampf gegen Rechts dieses Potenzial nicht nutzen und dass auch die Linke ihren Aufgaben nicht gerecht wird. Ich möchte euch dafür ein Beispiel geben. Einige von euch waren, wie ich, vor 2 Wochen bei der Demonstration gegen Faschismus hier in Berlin. Hogesa, die Rechte und andere hatten aufgerufen und 2.000 bis 3.000 Nazis sind marodierend durch Berlin marschiert. Der DGB hatte zu einer Gegenkundgebung aufgerufen. Und wer sich jetzt vorstellt, dass der DGB in die Betriebe gegangen ist, Flugblätter gegen Rassismus verteilt hat, die Kolleginnen und Kollegen aufgerufen hat, zu dieser Demo zu gehen und die Faschisten zu blockieren, oder wer sich vorstellt, dass im U-Bahn-Fernsehen Werbeanzeigen für diese Demo geschaltet wurden, also für die Gegendemonstration, oder dass es ganzseitige Aufrufe in Berliner Tageszeitungen gegeben hat, der wurde eines Schlechteren belehrt. Der DGB organisierte eine Kundgebung von 1.000 Menschen ungefähr in Hörweite, die 1 Stunde, bevor die Nazis losliefen, offiziell beendet wurde. Und nicht etwa, um die Menschen zu Blockaden aufzurufen, sondern um nach Hause zu gehen. Die Linke Berlin, deren Mitglied ich bin, hielt am selben Tag ihren Landesparteitag ab. Bei diesem Landesparteitag hat die Linke in Berlin beschlossen, dass sie erneut eine Regierung mit SPD und Grünen bilden will. Und ich kann euch sagen, eine erneute rot-rote oder rot-rot-grüne Koalition, in der die Linke erneut ihre Glaubwürdigkeit verlieren wird, wie wir das 2001 bis 2011 gesehen haben, das ist das beste Mittel, um die AfD am Leben zu erhalten, weil sie sich dann als einzige angebliche Oppositionskraft darstellen kann. Dann passiert auch in Berlin das, was jetzt in Brandenburg der Fall ist, wo die Linke geräuschlos bis zur Unkenntlichkeit mit der SPD regiert und die AfD in Umfragen nun zweitstärkste Kraft ist. Und während viele von uns sich jetzt Gedanken machen, wie können wir die AfD stoppen, wie können wir der Großen Koalition das Leben schwer machen, schlägt Gregor Gysi allen Ernstes gemeinsame Bündnis mit der CDU vor. Er sagt, die Erfolge der AfD und der Rechtspopulisten auch in Deutschland und anderswo in Europa erfordern, dass alle springen. Von der Union bis zur Linken. Und ich glaube, ich bin nicht die Einzige hier im Raum, die dabei die Assoziation hat, bei Bündnissen mit der CDU eher aus dem Fenster zu springen. Aber dass es auch möglich ist, eine Linke, die stark in der Opposition ist, aufzubauen, das haben jetzt Genossinnen und Genossen in hessischen Kommunalwahlen gezeigt, wo sie vor allem in den Großstädten auf Grundlage einer jahrzehntelangen oder einer jahrelangen Verankerung und durch einen bewegungsorientierten oppositionellen Wahlkampf in Kassel, Marburg und in anderen Städten Ergebnisse über 10% erreichen konnte. Und ich möchte den Genossinnen und Genossen hier im Raum dazu herzlich gratulieren. Im scharfen Gegensatz zu Gregor Gysis Idee eines Bündnisses mit der CDU, um die AfD zu klein zu halten, schrieben unsere Genossinnen und Genossen von der Kasseler Linken in einer Pressemitteilung diese Woche, SPD, Grüne und CDU haben durch ihre neoliberale Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik der AfD den Boden bereitet. Das heißt, was wir brauchen, ist eine starke Linke in der Opposition, die das zum Ausdruck bringt, was die Bewegung hinter Bernie Sanders gerade in den USA zum Ausdruck bringt, nämlich eine Opposition gegen die herrschenden Verhältnisse, eine Opposition, die die Parteien SPD, Grüne, CDU mit einschließt. Die Sammelbewegung zur Proletarierdemütigung, wie Max Uthoff die SPD mal sehr bezeichnend nannte, hat ja bei den letzten Landtagswahlen 50% auf sich vereinen können. 50%, wenn man die Ergebnisse in den 3 Ländern zusammenaddiert. Wenn man jetzt noch erzählt, dass man mit der Idee von Rot-Rot-Grün auf eine Wechselstimmung hier in Deutschland trifft, der sollte sich vielleicht mal untersuchen lassen. Die Grünen bereiten gerade schamfrei und völlig ohne Widerstand aus den eigenen Reihen die 2. schwarz-grüne Koalition vor. Und Winfried Kretschmann wurde vor kurzem vom Monitor gefragt, ob er größere Probleme damit hätte, Spenden anzunehmen von Südwestmetall, da wo die ganzen Rüstungsexporteure drinnen sitzen, also Heckler & Koch, Diehl, ADS, MTU. Und Winfried Kretschmann meinte, nein, ich habe keine Probleme, Spenden von Südwestmetall anzunehmen. Genossinnen und Genossen zu Recht forderte die Heute-Show nach den Landtagswahlen eine Schweigeminute für Politiker.
für Politiklehrer, denn sie müssen ihren Schülern und Schülerinnen erklären, dass Kretschmann nicht in der CDU, dass Seehofer nicht in der AfD und dass Gabriel Sozialdemokrat ist. Die einzige, die wahrscheinlich noch eine größere Herausforderung ist für Politiklehrer, gerade ist Julia Klöckner, die ja auch offenbar eine Rechts-Links-Schwäche hat und vor kurzem behauptet hat, wer AfD wählt, würde die Linke stärken. Liebe Genossinnen und Genossen, die AfD steht nicht im Gegensatz zur CDU, zur SPD und Grünen, sondern sie treibt deren neoliberale, prokapitalistische Politik auf die Spitze. Die Stimmung in der Bevölkerung, dass man die alle nur in einen Sack stecken müsste, draufschlagen müsste, diese Stimmung müssen wir weiter befördern und wir müssen all jenen, die fälschlicherweise denken, die Geflüchteten nehmen ihnen jetzt etwas weg, daran erinnern, dass 62 Männer, um korrekt zu sein, dieser Welt, und das sind ungefähr so viel wie so ein Berliner Bus reinpassen hier, das sind so viel wie die Hälfte der Weltbevölkerung besitzen. Und vor ein paar Tagen veröffentlichte die Bundesbank die Zahl, dass in Deutschland jeder Bundesbürger im Durchschnitt ein Nettovermögen von 214.500 Euro hat. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe offenbar diesen Betrag auf meinem Konto gesehen. Das heißt, unsere Antwort auf diese Verhältnisse kann nur sein, Obergrenzen für Reichtum und nicht für Geflüchtete, Millionärsteuer jetzt. Wir müssen die soziale Frage in den Mittelpunkt stellen, ohne, wie das gerade leider einige wenige in der Linken auch tun, Abstrich bei unserer Forderung nach einem Bleiberecht für alle Menschen vorzunehmen. Am 16. April mobilisiert eine Initiative, und der Nihat rollt jetzt mal kurz das Plakat aus, eine Initiative von Nobelida, von Solid Berlin, der Linken Berlin, GEW Berlin, SAV, Mietenvolksentscheid Berlin, Nazifrei und viele andere für eine Demonstration. Wir lassen uns nicht spalten, soziales Berlin für alle, Rassisten stoppen, und es wäre großartig, wenn ihr einen Beitrag leistet, an diesem Wochenende nicht nur viel zu diskutieren, sondern diese Plakate mitzunehmen und diese Demonstration zu einem Riesenerfolg zu machen. Metallbereich, bei der Telekom und anderen Bereichen thematisieren, dass Rassismus die Arbeiterbewegung immer gespalten hat und das weiter tun wird und dass wir gemeinsam kämpfen müssen für ausreichend hohe Löhne, für bessere Bildung, für bessere Arbeitsbedingungen und Wohnraum für alle. Liebe Genossinnen und Genossen, die Aufgaben, die vor uns liegen, sind trotzdem alles andere als einfach. Der erste Schritt ist, selbst aufzustehen und nicht mehr hinzusehen, dass Menschen für Profite sterben. Nicht mehr hinzunehmen, dass alte Menschen in Mülleimern nach Essen suchen. Nicht mehr hinzunehmen, dass Frauen und Mädchen alltäglichen Sexismus und sexualisierter Gewalt ausgesetzt sind. Wir müssen mehr werden und Menschen mobilisieren. Bertolt Brecht sagte einst, lasst uns das tausendmal Gesagte immer wieder sagen, damit es nicht einmal zu wenig gesagt wurde. Lasst uns die Warnung erneuern, und wenn sie schon die Asche in unserem Mund sind. Denn der Menschheit drohen Kriege, gegen welche die vergangenen wie armselige Versuche sind, und sie werden kommen, ohne jeden Zweifel, wenn denen, die sie in aller Öffentlichkeit vorbereiten, nicht die Hände zerschlagen werden. Liebe Genossinnen und Genossen, das ist nun 65 Jahre her. Die Welt ist nicht friedlicher, nicht sozialer und nicht ökologischer geworden. Also was müssen wir tun, um denen das Handwerk zu legen, um ihnen die Hände zu zerschlagen, wie Brecht gesagt hat? Erstens geht kein Weg daran vorbei, dass wir uns organisieren, um es mit denen aufzunehmen, die diese Welt an den Rand des Abgrunds bringen. Wer sich heute nicht bewegt und heute nicht kämpft, der wird schweigen und zuschauen. Tonsteine Scherben, das war so eine Band, die jetzt vielleicht nicht alle von euch kennen, sagen eins, allein machen sie nicht ein, zu zwei, zu dritt, zu vier wird auch nichts anderes passieren. Und zu 100 oder 1000 kriegen sie langsam Ohrensausen. Damit sind die Herrschenden gemeint. Doch, und das ist mein zweiter Punkt, wofür sollen wir uns organisieren? Wir sehen, dass die Unternehmer und die Reichen fest im Sattel sitzen. Nicht nur, weil zu wenige von uns organisiert sind, sondern weil sie mit ihrer Politik durchkommen, absurderweise, obwohl viele Menschen den Kapitalismus heute mittlerweile schlecht finden. Und das ist was selbst ihre bürgerlichen Schreiberlinge zugeben müssen. Gestern erschien ein Artikel in der Wirtschaftswoche mit dem Titel Die Krise des
Kapitalismus. Und der Artikel beginnt mit der Frage, warum sollen eigentlich Banker in Frankfurt, London und New York sechsstellige Boni kassieren, während kluge Wissenschaftler, die vielleicht ein neues Medikament gegen Krebs entwickeln, für so viel Geld 2 Jahre im Labor forschen müssen. Und dann schreibt die Wirtschaftswoche, keine Sorge, wenn Sie sich Fragen wie diese stellen, sind Sie nicht über Nacht zum Revolutionär geworden. Es geht Ihnen dann vielmehr wie Ökonomen des IWFs, des Internationalen Währungsfonds, die feststellten, der Graben zwischen Arm und Reich befindet sich auf dem extremsten Stand seit Jahrzehnten. Das gefährdet das weltweite Wachstum. Liebe Genossinnen und Genossen, dieses System überlebt gerade, weil es keine starke sozialistische Alternative in den Augen von vielen Menschen gibt. Immer noch hält sich, wie Andros ausgeführt hat, wacker die Idee, man könne irgendwie den Kapitalismus netter gestalten oder man könnte ihn reformieren. Wie schnell diese Idee, den Kapitalismus reformieren zu wollen, gescheitert ist, haben wir in atemberaubendem Tempo letztes Jahr in Griechenland beobachten können. Tsipras und Co. haben nicht gewagt, mit den Spielregeln des Kapitalismus und der EU zu brechen. Und Andros hat ausgeführt, was unsere Genossen vorgeschlagen haben, die Banken zu vergesellschaften, die Schulden nicht zurückzuzahlen, die Massen zum Bruch mit dem Kapitalismus zu mobilisieren und sich an andere Völker zu wenden, im gemeinsamen Kampf gegen diese EU, gegen dieses menschenverachtende System und erste Elemente demokratischer Planwirtschaft einzuführen. Und ich möchte die These aufstellen, dass die Ereignisse in Griechenland anders ausgegangen wären, wenn nicht einige hundert, sondern mehrere tausend eine Politik betrieben hätten, wie Andros sie skizziert hat und sich dafür organisiert hätten. Rosa Luxemburg hatte recht, als sie schrieb, die Revolutionäre seien die besten und entschlossensten Kämpfer für Reformen, eben weil sie keine Angst haben vor dem Bruch mit dem System. Liebe Genossinnen und Genossen, es gibt keine Garantien auf Erfolg, es gibt auch keine einfachen Siege und man kann auch verlieren, wenn man kämpft. Aber es gab und es gibt eine Garantie dafür, dass die Strategie von Tsipras bis Gysi innerhalb der EU, innerhalb dieses Systems dauerhafte Veränderungen zu erzielen, dass diese Theorie gescheitert ist und dass sie weiterhin scheitern wird. Deshalb lasst uns die Ereignisse gemeinsam diskutieren an diesem Wochenende, lasst uns gemeinsam Schlussfolgerungen diskutieren, lasst uns über sozialistische Alternativen diskutieren, lasst uns gegenseitig den Rücken stärken und voneinander lernen und lasst uns darauf hinarbeiten, dass der Sound von Massenbewegungen nicht nur zu einem Ohrensausen, sondern zu einem Tinnitus im Ohr der Herrschenden wird, der ihnen schlaflose Nächte bereitet. Danke.